Sarah Deifel hat bei Sola Scriptura mitgeschrieben, weil sie beim Schreiben nachdenken und experimentieren kann und ihre Gedanken gerne mit anderen teilt, so schrieb sie mir. Das versuche ich jetzt für Sie zu vermitteln. Blickbohrmaschine. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Gefühlskälte. Meine Hände fühlen nichts. Ich fühle meine Hände nicht. Es ist, als würden sie nicht zu mir gehören. Meine Beine spüre ich dafür umso mehr. Sie kribbeln wie ein ganzer Ameisenhaufen. Gleich fängt das Konzert an. Dann muss ich nach vorne. Als Drittes Geige spielen und alle gucken mich an. Das kann ich nicht. Eigentlich ist das alles nur aus Spaß und rein freiwillig. So heißt es offiziell. Aber für nur Spaß sieht es ziemlich ernst aus. Lehrer geben Schülern letzte Tipps. Schüler schauen nervös umher. Die Angst zu versagen schwirrt durch den Raum. Auch ich bin nicht freiwillig hier. Mein Geigenlehrer wollte es unbedingt. Wenn du mal etwas werden möchtest, musst du auch vorspielen können. Und meine Eltern. Ich muss ständig vorspielen, aber ich hasse es. Und ich will auch nichts werden. Jedenfalls nicht so. Ich liebe Musik, Gedankenflug, Raumklang, Tontanz, Farbenspiel. Aber nicht hier. Blickbohrmaschine. Der Musikschulleiter eröffnet das Konzert. Ein blasser, hagerer Mann. Sein Lächeln scheint aufgesetzt. Schon kommt das erste Mädchen nach vorne und setzt sich ans Klavier. Hilfe! Gleich bin ich dran. Das Klavierstück erklingt erst seit ein paar Sekunden, aber neben mir steht ein kleiner Junge auf. Vermutlich ein Geschwisterkind. Seine Finger spielen Luftklavier und sein Körper wiegt sich zur Musik. Die Mutter will ihn peinlich berührt auf seinen Stuhl zurückziehen, doch er lässt sich gar nicht beeindrucken. Als nächstes betritt ein Junge mit einer Klarinette die Bühne. Kaum hat er angefangen zu spielen, fängt der Junge neben mir an zu singen. Es hört sich schrecklich an. Sofort drehen sich empörte Eltern zu ihm um. Die Mutter wird ganz hektisch, versucht, ihrem Sohn den Mund zuzuhalten und redet leise, aber sehr bestimmt auf ihn ein. Den Jungen kümmert das nicht. Seine Haare wippen auf und ab, seine Augen lächeln. Gedankenflug, Raumklang, Tontanz, Farbenspiel, Musikmensch, Musik. Herz. Als das Stück zu Ende ist, zerrt die Mutter ihren Sohn aus dem Saal. Von draußen erklingt fernes Schimpfen. Ich stehe auf und gehe nach vorne. Als ich mich im Publikum umsehe, vermisse ich diesen kleinen Jungen. Für ihn würde ich spielen. Herzmusik.